Ein herzliches Willkommen zu diesem Commentary. Mein Name ist Maxos. Wir sprechen heute über verschiedene Themen wie zum Beispiel den Coronavirus, über meine kleine Abwesenheit auf YouTube oder andere Sachen wie mein Internet. Dazu fangen wir erstmal an, warum ich in den letzten Woche oder letzten, in der letzten Woche keine Videos hochgeladen habe. Das liegt vor allem daran, dass ich einfach nicht wirklich motiviert war. Nachdem die Schule in NRW ausgefallen ist, habe ich bei ihr verwirrt, bisschen verzweifelt über die Planung oder die Vorbereitung für mein Abitur. Wusste nicht genau wirklich, wie ich das organisiere, habe mich wirklich in Gedanken verstrickt, mich eher auf das konzentriert, mir überlegt, wie ich das dort regle und habe deswegen eher die Sachen nach hinten verschoben. Ich bin deswegen ein bisschen teilweise überfordert, weil meine ganze Planung eigentlich sprichwörtlich im Bach runterläuft aktuell. Weil ich muss also wirklich neu überlegen, wie zum Beispiel auch, was ich mache zum Thema Let's Play-Projekte während der Abiturphase. Da will ich in den nächsten Tagen schon anfangen aufzunehmen. Da muss ich jetzt auch noch schauen, ob das alles funktioniert. Wie ich mir vorstelle, wenn ein Schnittprogramm funktioniert, eine gewisse Methode, das Aufnehmen nicht. Das mich übrigens relativ stört. Deswegen muss ich jetzt noch schauen. Internet, wie ich übrigens positiv gesehen, wir hatten heute jemanden da. Und wir bekommen höchstwahrscheinlich, also ich habe höchstwahrscheinlich nächste Woche Dienstag wieder Internet. Also richtig gutes Internet, was nicht bei einem Hotspot, der irgendwo in der Gegend rumsteht, liegt. Sondern wirklich richtiges Internet mit Glasfaser angebunden. Ich hoffe also endlich, dass es da funktionieren wird. Die kommen relativ früh morgens. Ich werde vielleicht nachmittags ein kleines Update hochladen. Und dann freue ich mich wahrscheinlich dann abends zu streamen. Also falls ich Internet habe, also richtiges Internet habe, am Dienstag werde ich Dienstagabend streamen und ein bisschen LOL streamen, ein bisschen Ranked spielen. Vielleicht noch so ein paar Runden Viewer Games, aber da muss ich mal schauen. Aber das sind auch so ein paar Sachen, die ich jetzt auch zum Beispiel auf YouTube ein bisschen ausweiten will, dass ich manche Projekte wie ich in Kraft nehme oder im Angriff nehme, sobald ich die Abiturphase überlebt habe. Zu diesen Projekten zählen zum Beispiel Sachen wie Nerdtime oder Buchreviews. Ich habe hier so verschiedene interessante Bücher, die ich jetzt wirklich mal reviewen will und dann einfach mal wirklich hochladen will. Da muss ich jetzt wirklich schauen, was ich jetzt in der nächsten Zeit mache oder wie ich es mache. Besonders auch zum Thema hier, welches Spiel im Hintergrund von Commentaries hochlade oder dass ich einfach nur Facecam mache. Aber darauf habe ich eigentlich eher weniger Lust. Ich will lieber irgendwie so eine Art Split haben. Also auf einer Seite meine Facecam irgendwo hier oben. Keine Ahnung, hier muss ich auch schauen, wo die mein Finger ist. Genau hier irgendwo die Facecam haben, wo meine Faust jetzt ungefähr ist. Ja, ungefähr hier. Und dann einfach noch das restliche Gameplay. Einfach so schönes, keine Ahnung, World of Tanks oder so, keine Ahnung, irgendein Shooter. Was Interessantes zum Schauen. Nicht so wie jemand sagt, das langweilig ist, nur looten und direkt sterben. Ich muss mir mal überlegen, was für ein Spiel ich dann daneben will. Vielleicht auch LOL, ein bisschen Action-Szene. Da muss ich mir mal schauen, was ich mir da auch noch überlege. Wahrscheinlich auch kein MMO, sondern kein Raid. Sondern wie was Interessantes, Gameplay-artiges. Wie zum Beispiel Counter-Strike oder World of Tanks oder World of Warships zum Beispiel. Irgend zwei Spiele, die ich auch nochmal weiterspielen will oder Let's Playen will. Da sind wieder so ein paar Projekte, die ich noch so ein bisschen in Angriff nehmen will. Oder auch zum Teil, zum Thema, was ich jetzt aktuell mache. In der Zeit, wo ich wirklich zu Hause sitze und eigentlich fürs Abitur lernen sollte. Ja, das versuche ich auch wirklich täglich, mir meine Hausaufgaben zu machen. Mir täglich auch Sachen wie Mathe, Geschichte, Physik anzuschauen. Um mich auch weiter vorzubereiten. Aber manchmal geht es einfach nicht. Also manchmal verliere ich einfach meine Konzentration. Und ich denke bei anderen eben nach, wie zum Beispiel, was ich in nächster Zukunft studieren will zum Beispiel. Oder wohin ich gehe. Alle solche Sachen, die für mich nicht hundertprozentig sicher sind, sondern eher offen und lose im Raum stehen. Da muss ich wie aktuell über nachdenken, welche Zukunftschancen deine bestimmten Sachen haben. Denn ich bin wirklich einer, der durchdenkt alles. Deswegen habe ich also Probleme wie mit Harry Potter. Harry Potter ist für mich eine der besten Bücherserien, während die nicht so fehleranfällig ist zum Beispiel. Ich habe wie so manche Szene wieder so gefunden, wo ich mir dachte, nein, das kann nicht wahr sein. Deswegen sind für mich Harry Potter Bücher eher so im unteren Mittelfeld. Ich schaue mir aktuell übrigens auch eine Serie an, die ich vielleicht mal reviewe. Aber da muss ich dann mal fertig werden. Das werde ich wohl erst in der nächsten Zeit noch schaffen. Wir kommen jetzt als nächstes noch zum Punkt, wo ich, wie ich sage, man könnte sich wieder mal darüber nachdenken, dass ich wie Maxos
Technikturm, dann auch, wie ich nach dem Abitur, wie ich in Angriff nehme, versuche dort, wie Aktivvideos hochzuladen. Das gleiche gilt übrigens auch für Legend Video Studio. Damit will ich mich auch nochmal ein bisschen beschäftigen mit Edits und richtig schön kartisches Gameplay. Manche Leute von euch waren auch etwas verwirrt über das B-Roll-Video, was ich die Tage mal hochgeladen habe. Das war wirklich für mich, weil das ist für mich wirklich Übungssache. Ich versuche, wie B-Roll zu lernen zu schießen, aber das kann ich nicht von Tag auf Tag. Von einem auf den anderen Tag. Das muss man wirklich lernen. Und das war so eins dieser Testobjekte, die ich gemacht habe. Und einfach mal euch zeigen wollte, was ich bis jetzt kann. Und ich will natürlich euch wieder mit schönen Kommentare hinterlegen. Also da werde ich mir noch was Schönes überlegen, falls ich einen Testament Controller endgültig mal unbox. Also Review auf Maxus Technikturm. Denn das versuche ich wirklich erstmal jetzt wirklich zu beginnen, weil ich das Abitur geschafft habe. Es kommen zum Beispiel auch noch Sachen, die nach dem Abitur sind, die ich jetzt aktuell schon ein bisschen teilweise vorbereite. Zum Beispiel lerne ich aktuell die Spielentwicklungsumgebung Unity mit der Programmiersprache C#, und das ist wirklich aufwendig, und aber ich bin da schon relativ, ich will nicht sagen gut drin, sondern ich lerne mich darin ein. Das sind wie so Sachen, die beschäftigen mich während meiner Zeit, während ich so hier rumsitze und den Tag abwarte. Denn 24 Stunden sind verdammt lang. Ich bin zwar relativ lange wach, ich habe mir auch in den letzten Tagen schon wieder ein paar Ideen für mein Buch, das ich aktuell schreibe, gesetzt, aber ich komme einfach, ich habe wieder eine Idee, da muss ich teilweise wieder alles umschreiben, aber das wird was werden. Jedenfalls, ich beende hiermit das Video. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Update gefallen. Ich versuche Sonntag wieder ein schönes Video hochzuladen. Ich muss mal schauen, was ich da mache. Keine Ahnung. Lass mir was einfallen. Danke, dass ihr bis jetzt zugeschaut habt. Wir sehen uns demnächst wieder. Zum Thema Coronavirus. Das wollte ich auch noch sagen. Da lasse ich noch mal kurz in die Zeit laufen. Ist mir doch eigentlich egal. Coronavirus. Ich halte die Bedrohung des Coronavirus für die Menschheit eher moderat, wie ich sagen. Man sollte mit Vorsicht arbeiten. Nicht voreilig irgendwas machen, wie zum Beispiel riesige Feiern machen. Ja, Oktoberfest, Lebori. Das könnte kritisch werden zum Beispiel, aber man sollte nicht in Panik verfallen und sich für die nächste Vorräte für die nächsten 3 Jahre kaufen zum Beispiel. Das wird sich legen, weil man muss sich daran gewöhnen, dass sich jetzt die Lage sich ändert. Deswegen würde ich sagen, eher ein bisschen mit Vorsicht, öffentliche Veranstaltungen eher meinen, wir sind alles zurückschrauben, gucken, dass sich alles die Lage erstmal entspannt, mal sehen, was sie sich im Sommer entwickelt. Und das war's jetzt auch mit diesem Video, bevor ich jetzt nun mal anfange, das neue Thema anzufangen. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns demnächst wieder. Abonniert den Kanal, falls ihr mehr sehen wollt. Und bis bald und tschüss.